In der Kamerawelt gibt es immer wieder ziemlich überraschende Dinge. Nicht nur Kameras, die 8K RAW aufnehmen können, sondern auch Dinge, die ziemlich günstig sind für das, was sie können. Deswegen möchte ich in diesem Video einfach mal das Yongnuo 35mm 2.0 mit dem Sigma 35mm 1.4 vergleichen. Auf den ersten Blick ein ziemlich unfairer Vergleich, denn das Sigma kostet stolze 1000 Euro und das Yongnuo nur 100 Euro. Da stellt sich mir die Frage, sieht man den 900 Euro Unterschied zwischen den beiden Objektiven überhaupt? Erstmal möchte ich mit einem direkten Vergleich zwischen den beiden Objektiven starten, dass man erstmal die Facts geklärt hat. Falls ihr euch die Objektive noch genauer angucken wollt, guckt einfach mal in die Videobeschreibung, da sind die beiden Objektive verlinkt. Das Sigma-Objektiv ist wirklich sehr gut verarbeitet. Selbst nach über einem Jahr Nutzung sieht man immer noch keine großen Gebrauchsspuren und es funktioniert alles wirklich sehr gut. Der Autofokus ist wirklich sehr präzise und der funktioniert sogar mit einem Adapter sehr gut. Der Fokusring hat einen schönen Widerstand, womit auch das manuelle Fokussieren wirklich Spaß macht. Chromatische Aberrationen treten wirklich sehr selten auf, sogar so selten, dass ich sie selber noch nie gesehen habe. Auch bei Blende 1.4 ist das Objektiv bis an den Rand scharf. Natürlich hat man eine kleine Vignette, wie man meistens bei so offenblendigen Objektiven hat. Mich stört es nicht. Das Objektiv ist wirklich sehr gut gebaut. Es ist fast komplett aus Aluminium. Es fühlt sich sehr wertig an, hat natürlich sein Gewicht, aber ich liebe das Objektiv und wie ich schon oft gesagt habe, ist es mein Lieblingsobjektiv. Das Yongnuo-Objektiv besteht fast nur aus Plastik und Glas, außer das Bajonett ist aus Aluminium gefertigt. Es ist offenblendig deutlich unschärfer als das Sigma. Es hat einen relativ lauten Autofokus, also man hört es, wenn man fokussiert. Man kann damit aber dennoch ziemlich gut manuell fokussieren, auch wenn man nicht so einen schönen Widerstand hat wie beim Sigma. Das Objektiv ist auch Fullframe-fähig wie das Sigma, also man kann es an Kameras wie die Sony A7S II oder eine Canon 5D Mark IV benutzen. Ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar Aufnahmen im direkten Vergleich zwischen dem Sigma und dem Yongnuo, wo ich nicht hinschreibe, welches Objektiv ich benutzt habe. Ihr könnt unten in den Kommentaren mitraten und die Auflösung findet ihr in der Videobeschreibung. Kommen wir zum Fazit des Videos und ich möchte euch jetzt einfach mal erklären, wieso ich das Yongnuo in letzter Zeit öfter dabei hatte als das Sigma. Klar liebe ich scharfe Videos, deswegen lade ich meine Videos auch immer in 4K hoch. Für mich kommt es aber nicht nur auf die Schärfe bzw. Auflösung an, denn es kommt auch für mich auf den Bildlook an. Das Yongnuo hat einen ziemlich charismatischen Look. Klar, es ist offenblendig nicht krass scharf, so wie das Sigma. Es hat aber einen Look, den ich wirklich sehr feier. Ich habe auch viele Reviews gelesen im Internet, wo die einfach meinten, dass es denen nicht gefällt. Aber ich kann nur von meiner Meinung ausgehen und ich finde das Objektiv wirklich sehr gelungen und gerade für den Preispunkt kann man nichts falsch machen. Auch für Instagram oder YouTube-Videos, die man in 4K hochlädt oder A3-Prints, die man printen möchte oder einfach nur, wenn man leicht packen möchte für den Urlaub, ist das Objektiv einfach perfekt geeignet. Geeignet! Geeignet! Ich muss einfach sagen, dass die Entwicklung in letzter Zeit von den Objektivmarken eine ziemlich geile Wendung einnimmt. Denn nicht nur teure Objektive sind geil, sondern mittlerweile auch Objektive, die unter 100 oder gerade mal 100 Euro kosten. Die meiste Zeit konsumiert man ja sowieso Content auf dem Smartphone. Auf jeden Fall geht es mir so. Ob Twitter, Instagram, YouTube oder sonstiges, was man auch immer benutzen möchte. Ich wollte erst Pinterest sagen, aber wir sind ja hier nicht auf einem Koch-Channel. Deswegen nutze ich in letzter Zeit immer öfter das Yongnuo, weil es klein, leicht, günstig, also wenn was kaputt geht, zahlt man nicht gleich 1000 Euro nochmal für ein Objektiv. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Wandertrips macht, kann man es einfach mal mitnehmen und wenn es irgendwo gegenknallt oder bricht, ist es nicht so teuer. Es hat einen ganz okayen Autofokus und es lässt sich gut manuell fokussieren und es hat einen wirklich schönen Bildlook. Wenn ihr mehr von solchen teuer versus günstig Videos haben wollt, schreibt es mir einfach mal unten in den Kommentaren. Ansonsten war es mir wie immer eine Ehre. Checkt meine Social Media Links, insbesondere Instagram, ab. Ich wünsche euch noch ein frohes Neues, weil das war ja das erste Video 2018. Macht's gut, habt eine traumhafte Woche. Es war mir wie immer eine Ehre, habe ich schon gesagt. Macht's gut, ciao.